Ich sag gar nichts mehr. Das ist wirklich eine Zeitkapsel. Ist in erster Linie in die typischen Folgen chronischen Alkoholmissbrauchs einzuordnen. Und dann waren die ja beide schon wirklich sehr früh erwerbsunfähig. Also Leute, hier auf dem Hof fühlt man sich echt wie in die 50er Jahre zurückversetzt. Das wird ja immer besser hier. Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dies gerade seht. Und herzlich willkommen zu Urbex Stories. Wir haben hier einen Tipp gekriegt. Hier soll sich richtig versteckt ein Häuschen befinden. Um was es sich genau handelt, wissen wir nicht. Fakt ist, es ist erstmal ziemlich hohes Gras. Und das ist doch schon wieder nach langer Zeit mal wieder ein richtiges Abenteuer. Wir freuen uns drauf. Also quatsch nicht so viel, lass uns ins Abenteuer. Ab ins Abenteuer. Direkt hier vorne am Eingangsbereich sehen wir schon, wie lange das hier wirklich verlassen sein muss. Ich sag mal, man hat es schon von außen gesehen, aber das ist wirklich schon enorm. Hier haben wir noch Einmachgläser, Vasen, wieder Grabeslichter, das sieht man ja auch häufiger mal. Ja, und alles Mögliche, aber der Schrank, der steht auch schon auf 7:30 hier, der begrüßt uns schon fast. Also müssen wir wirklich hier, ich glaube, dem ganzen Gebäude ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall müssen wir da aufpassen. Aber ich habe hier was gesehen. Also ich gehe mal von aus, die hier zum Schluss gelebt haben. Die waren auf jeden Fall sehr gläubig. Das sieht man direkt hier dran. Ein doch relativ großes Kreuz mit Jesus. Inri-Schriftzug ist auch drauf. Ist komplett aus Holz. Das sieht auch ziemlich edel gemacht aus. Fehlt sogar schon ein Arm. Aber das lässt schon darauf schließen, dass die Bewohner auf jeden Fall gläubig waren. Unten haben wir ganz viel Kohle. Das scheint wohl der Kohlespeicher gewesen zu sein von diesem Bauernhof hier. Hier oben noch so eine ganz alte, ich würde sagen, Kaffeedose. Richtig alt aus Metall. So kleine Schweinchen drauf, auch ganz süß. Ja, und hier ist auf jeden Fall irgend so ein Mixer. Auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Sicherheit 80er Jahre. Guckt euch mal diesen alten Schalter an. Ich würde sagen, das ist eine Kaffeemühle. Das könnte sogar eine Kaffeemühle sein, da hast du recht. Du hattest auch gerade, glaube ich, gesagt, das hier ähnelt irgendwie so einem Hühnerstall oder was meinst ja, du? Ja, hier, guck mal nach oben. Würde ich jetzt sagen, so die Sitzstangen. Ja, das stimmt, da kannst du wirklich recht haben. Das sind auf jeden Fall so eine Art Sitzstangen. Ja, wir befinden uns hier wahrscheinlich im alten Hühnerstall. Was ich auch irre finde, ist diese alte Lampe hier. Wahrscheinlich mal eine Außenlampe, würde ich fast sagen. Draußen an der Wand hing. Sieht mir zumindest eher so aus. Alles schon ist wirklich richtig alt. Ich habe ganz viele leere Packungen. Kachet Classic, Trockenfutter für Katzen. Auch schon alles ziemlich alt aus. Überall Spinnweben. Wirklich überall, ja. Ich gucke mal, ob ich hier einigermaßen durchpasse. Hier haben wir auf jeden Fall noch weitere Stallungen. Aber ihr seht's, Leute. Hier kommt schon das Heu runter. Der komplette Boden oben scheint ziemlich weg zu sein. Aber das ist auch eher für Kleintier. Da würde ich jetzt auch wirklich sagen, mehr als Schwein dürfte das hier nicht gewesen sein. Und da hinten haben wir sogar noch ein Plumpsklo. Da bleibt die Frage wieder offen, gucken, ob wir das noch rausfinden, ob es hier überhaupt eine richtige Toilette gab. Viele alte Höfe hatten ja nur diese Plumpsklos. Ich bin mal gespannt. Oh, wow. Das ist krass. Guckt euch das mal an. Hier ist der Vorratsraum. Boah, irre. Hier haben wir Schnäpse und Weine verschiedenster Art. Teilweise wirklich noch zu. Einmachgläser ohne Ende. Die Sachen sehen schon teilweise wirklich nicht mehr gut aus, muss ich sagen. Hier noch Weine, Doppelkorn. Unten sind auch noch Weine drin. Wirklich irre. Also das steht schon wirklich lange hier oben. Ich glaube, da haben wir eine echte Zeitkapsel entdeckt, Leute. Und da oben hängt noch Rattengift gegen Ratten und Hausmäuse. Ja, okay, sowas hat man wahrscheinlich auf Bauernhöfen eh gebraucht, damit die nicht ganzen Vorräte wegfressen. Ja, und allgemein hier, da hinten auch noch zusammengebrochene Decke. Die Flaschen haben es anscheinend überlebt, weil die stehen
in dem Schutt. Was sagst du? Ich sag gar nichts mehr. Das ist wirklich eine Zeitkapsel. Oh, aber ja. Schaut selber. Alter Schwede. Jetzt wird's cool. Also Leute, das Wohnhaus hier von dem Hof, das sucht echt mal wieder seinesgleichen. Also so eine Zeitkapsel habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Da hat Nicole recht. Hammermäßig. Ich fange mal vorsichtig hier vorne an. War wahrscheinlich so der kleine Badezimmerbereich anscheinend. Hier ist zumindest gefliest. Das ist ein Seifenhalter. Anscheinend hat hier mal eine kleine Wanne gestanden. Dort, wo dieser, ich denke mal, Brunnenpumpe dürfte das sein, steht. Anscheinend Grundwasser hier hochbefördert. Und wenn ihr euch alleine diesen Spiegel schon anschaut, das ist doch der Knaller, oder Leute? Guckt euch das mal an. Aber diese Konstruktion hier, die verstehe ich noch nicht so ganz. Sieht aus wie von so einer Pumpe. Vielleicht haben die hier die Badewanne gehabt und haben dadurch durch das Wasser raufgepumpt. Also die haben eigene Pumpanlage gehabt. Das kann gut sein. Das sieht wirklich ein bisschen merkwürdig aus und sehr alt. Weil da hatten die auf jeden Fall kein normal fließendes Wasser hier in diesem Hof. Hier durch die wahrscheinlich ehemalige Haupteingangstür wachsen schon die Brennnesseln mittlerweile durch. Und allgemein hier alles, das ist der absolute Hammer hier drin. Oh Leute, das muss ich euch pixeln, auch wenn es wirklich, wirklich alt ist. Das ist ein Ausweis, das letzte Mal abgestempelt, 1980. Das ist, das fass ich nicht, das ist ja... Es geht um eine Fürsorgestelle für Kriegsopfer. Anscheinend. Das ist ein Schwerbehindertenausweis. Das ist ein Schwerbehindertenausweis und anscheinend durch den Krieg eventuell. Warum sollte das abgestempelt sein von der Fürsorgestelle für Kriegsopfer? Dieser Schwerbehindertenausweis, das heißt doch eigentlich, dass wahrscheinlich der gute Mann im Krieg verwundet wurde und seitdem schwerstbehindert ist. Oder wie seht ihr das? Also ich würde das jetzt so einschätzen. Leute, guckt euch mal diese alten Schränke da vorne an. Da ist alles drauf, was man so für die Hausrestauration braucht, sag ich mal. Farbe, Lacke, alles Mögliche. Aber dieser Schrank hier ist wirklich richtig mega. Abgesehen von diesem, also von dieser Thermoskanne, haben wir hier noch... Ich würde sagen, das ist eine Reibe. So eine Kurbelreibe. Ja, auf jeden Fall wurde da irgendwas gerieben, würde ich jetzt auch so sagen. Ja, war richtig alt, das Ding. Hier, Leute, das ist ein Radio. Das sieht aus wie so ein Mini-Toaster. Das Ding, das muss mindestens aus den 50er Jahren sein. Das rostet hier vor sich hin. Ey, solche Werte hier, das ist eine Rarität. Das ist eigentlich echt traurig. Und hier an der Wand haben wir noch ein ganz altes Foto der Familie anscheinend. Das sind 4 Erwachsene und 4 Kinder. Vielleicht Oma, Opa. Dann die Eltern und die 4 Kinder wahrscheinlich, die Enkel. Boah, das muss schon richtig alt das sein. Das könnte auch hier auf dem Grundstück vielleicht sein. Ja, das sieht ein bisschen aus wie dieser zugewachsene Eingangsbereich. Da hast du vollkommen recht. Hier haben wir so einen Zettel, heißer Draht. Da haben alle möglichen Services drin. Hier steht extra drauf 110 für Unfallpolizei, dann für den ärztlichen Notdienst, für Feuerwehr, Notarzt, Krankentransporte und DRK. Wahrscheinlich, wenn man sieht, dass man nicht mehr merken konnte oder so. Extra so eine kleine Notiz sozusagen. Wir müssen echt vorsichtig sein mit den Spinnenweben hier. Ich weiß auch nicht, ob ich mich noch ein bisschen mehr ducken sollte. Aber jetzt wird es wirklich heftig. Boah, Leute. Ich duck mich vor den Spinnenweben hier. Das ist wahrscheinlich ehemalige Kaminzimmer. Und ich bin absolut beeindruckt. Hier hängt ein alter Mantel. Und das schon richtig, richtig lange. Der ist komplett zugewebt. Hier auch wieder alles voll mit Spinnenweben. Die Schränke hier komplett gefüllt mit Gläsern. Bier, Wein, so Whiskygläser, Geschirr. Oh. Und hier eine Schublade.
wieder Todeskarten. Hier liegen auch Todeskarten. Gedenkkarten. Ja, hier ist wieder alles voll damit. Ein Seelenamt für unseren lieben Onkel. Punkt, Punkt, Punkt. Teilnahme 1980, Februar. Boah, krass. Ich sag mal, wenn die ehemaligen Besitzer, die auf den Fotos sind, müssen die ja auch schon zum Schluss sehr alt gewesen sein. Und klar, da verliert man natürlich im Laufe der Jahre viele Angehörige und Freunde. Und deswegen findet man sowas wahrscheinlich in so alten Bauernhöfen so oft. Ist eigentlich echt traurig. Aber da sieht man mal, wie lange so ein Haus eigentlich steht und wen so ein Haus alles überlebt. Das ist echt Wahnsinn. Das sind alles Bilder, wahrscheinlich wirklich von den Familienangehörigen. Das Mädchen hier auf dem Foto sieht auch ein bisschen aus wie das auf dem Familienbild, nur etwas älter. Und du, sag mal, das sieht irgendwie nach so irgendwas U-Boot-mäßiges aus. Hat so anstatt einer Luke. Ich könnte mir fast vorstellen, ist das hier. Ah, das wird von. Ist auf jeden Fall ein Deckel. In so einem Topf oder von irgendeinem Gefäß. Scheint das was zu sein. Ja, könntest du recht haben. Und Tabletten hier unten. Auch hier auf dem Boden, da bin ich gar nicht gerade drauf eingegangen. Auch überall irgendwelche Tabletten. Sagen mir jetzt so von der Optik her nichts. Ja, da steht eine alte Packung oder liegt am Boden. Kapuzide 25. Senkt erhöhten Blutdruck. Ah, okay, Blutdrucktabletten. Was Nicole noch gerade festgestellt hat, ist wirklich ein bisschen interessant, weil das Stromkabel sind. Die führen ja aus dem Fenster in den Raum hier rein und gehen anscheinend auch hier so ziemlich durchs ganze Haus. Man könnte jetzt entweder davon ausgehen, hier hat sich mal einer Strom beschafft oder die hatten draußen einen Generator, weil die noch nicht mal ans Stromnetz angeschlossen waren. Was allerdings darauf hindeuten würde, dass die wirklich nicht wirklich oder nicht modernisieren wollten, altertümlich waren. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Hat das mit modern hier absolut nichts zu tun, wie auch dieses Exemplar hier gleich zeigt. Dieser alte Röhrenfernseher hier. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie lange das verlassen ist hier, aber das Ding, das ist schon ziemlich alt. Saba. Ich glaube, die Marke gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Ich kenne sie noch. Ich meine, die gibt es nicht mehr. Wo wir hier bei Kaminzimmer ja gerade waren. Hier ist auf jeden Fall, ist das hier so ein Ofen, sage ich jetzt mal. Alter Kachelofen. Hat bestimmt hier diese Couch wohlig mit Wärme versorgt. Wo jetzt nur noch irgendwelche Sachen draufgeschmissen sind, leider. Aber wie man hier erkennen kann, ist hier noch ein Brief. Liebe Familie, Punkt, Punkt, Punkt. Zu ihrem herzlichsten Verlust. Boah, ist das eine Klaue. Wünschen wir Ihnen unsere herzlichste Anteilnahme oder nee, drücken wir ihr unsere herzlichste Anteilnahme aus. Familie, Punkt, Punkt, Punkt. Oh Mann. Und die Telefonbücher hier, die sind von 98 bis 2000. Und dieser Kalender hier von 2000. 24 Jahre verlassen. Könnte hinkommen, so wie die Spinnenweben. Ja, würde ich auch fast sagen. Die Spinnenweben deuten auf jeden Fall darauf hin. Das ist schon obwohl enorm. Obwohl die Spinnenweben sich sehr schnell... Die sind schnell, ja. Das sind ja schon richtig dicke Spinnenwände hier. Kann man schon fast sagen. Aber 24 Jahre ist schon echt eine Nummer. Guckt euch mal dieses alte Radio an hier. Auch von Saba. Krass. Das ist... sowas von geil. Also auf solche alten Radios stehe ich. Nicole auch, das weiß ich. Die schwärmt da auch richtig für. Ja, das stimmt. Definitiv. Und hier oben auf dem Radio haben wir noch Weihnachtsmusik. So ein kleines Büchlein mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsgedichten. Von wann ist denn das? Hier ist noch ein Bild. Soll wahrscheinlich Maria darstellen. Ich will das jetzt hier nicht wegbewegen, das ist auch schon ein bisschen eingestaubt. Aber das ist schon wirklich richtig alt. Oh, Leute, wir müssen wirklich aufpassen, wo wir hier hingehen. Hier ist auch alles uralt, verstärkte Fenster.
Ferse und Spitze. Garantiert faltenfrei. Feinstrumpfhose. Direkt noch zwei eingepackt. Die müssen auch schon aus den 50er Jahren sein. Drunter. Hier drunter haben wir noch, ich glaube, altes Thermometer ist das, glaube ich, oder? Ist das auch eine Uhr? Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall da oben haben wir noch Temperaturanzeige und was das hier unten sein soll, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Na, guckt euch mal das hier an. Ist das so ein Schminkschrank? Sowas in der Art? Auf jeden Fall schien hier mal Unterwäsche drin zu sein. Oben ist ein Spiegel drin. Und es sieht wirklich aus, als wäre das so ein richtig antiker Schminkschrank. Der sieht wirklich irre aus. Hier haben wir alles mögliche an Unterlagen. Richtig viele Ordner und allem drum und dran. Auch hier am Boden ist alles voll damit. Und auch wieder herzliches Beileid. Hier haben wir Einlieferungsscheine. Altes Buch. Bundesadler drauf und das alles liegt hier auf einem Bett, ein richtig altes Bett, aber auch nur ein Einzelpersonenbett, also es ist jetzt kein Doppelbett oder sonstiges. Vielleicht war hier mal das Gästezimmer. Das ist wirklich sehr gut möglich, ja. Hängt noch total zerfressene Kleidung an der Wände, mittlerweile zerfressen. Die Decke, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die biegt sich. Der Balken, der bricht schon allmählich. Sag mal, da unten auf dem Bett, ja, ist nicht irgendwas von der Bundesregierung? Oder? Ich hatte mich das auch gefragt. Ich habe es jetzt auch mal aufgeblättert. Über die Festsetzung ihres Besoldungsdienstalters und ihres allgemeinen Dienstalters in der Besoldungsgruppe A. Ach, das ist, der gute Mann hat bei der Bundeswehr gedient und ist jetzt anscheinend dann im Ruhestand gewesen. Und da ist alles so für diese Altersrente anscheinend bei, wann er austritt und wie viel Besoldung er kriegt und so weiter und so fort, steht da alles drin. Zu sehen waren ja auch noch Sachen von der Gewerkschaft, von einer alten Zeche. Anscheinend war einer, vielleicht war der Vater ja bei der Bundeswehr und der Sohn, irgendwie bei einer Zeche gearbeitet oder so. Oder hinterher bei einer Zeche gearbeitet, vorher beim Bund. Irgendwie sowas. In der Art muss es auf jeden Fall gewesen sein, denke ich mal. Was Interessantes entdeckt. Hier sind so Styroporkisten. Da steht Labor drauf. Also komisch ausgeschnitten. Ja, irgendwie merkwürdig. Ich habe hier sonst ärztetechnisch noch gar nicht so weit gesehen. Ja, außer die Medikamente. Aber das stimmt. Aber das hat ja jeder zu Hause. Ja. Merkwürdig. Wir gehen mal weiter, Leute. Oh, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Schreiben vom Sozialgericht. Dann ist der Stempel 76. Alter Schwede. Vor allem, das ist gar nicht hier in der Nähe, weil der Name stimmt. Hier steht auch nichts mehr drauf. Beiliegende Zettel sind verrottet. Also irgendwie hat er Probleme anscheinend mit dem Sozialgericht. Wir haben mal ein bisschen was umgedreht hier. Das ist vom Wasser- und Bodenverband. Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, aber noch sind 1370 Mark an die Wasserversorgung zu bezahlen. Diese Mahnung ist vom 15.08.75. Ob das jemals bezahlt wurde, das würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht nehme ich eben nicht. Und deswegen haben die Grundwasserpumpe hier. Vielleicht haben die denen das Wasser abgedreht.
Das ist wirklich möglich. Und der sah es nicht ein, zu bezahlen. Ich sag mal, manche alte Bauern sehen das ja auch einfach nicht ein. Sind so ein bisschen, das kriege ich auch selber alleine hin, so ungefähr. Kennen bestimmt einige. Hier haben wir so eine Art. Es könnte die Küche gewesen sein. Oder ja. Abstellraum, Küche war hier und Abstellraum im Essbereich vielleicht. Das könnte auch sein. Weil hier, guck mal, Bank, Tisch, Stuhl. Das könnte auch wirklich einfach nur ein Esszimmer gewesen sein. Ja, okay, könnte natürlich sein, dass hier einfach was geschnippelt wurde nur. So Kartoffeln oder sowas. Und der Rest wird in der richtigen Küche zubereitet. Wo wir hier dieses Schreiben gefunden haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wenn man hier zu schnippelt, so hier vor diesem offenen Fenster, das sieht ja schon wirklich idyllisch aus, wenn man da so rausgucken kann. Vor allem, guck mal, hier ist auch Zucker noch, Essig, Kaffee ist auch noch da. So, hier ist alles auf jeden Fall küchentechnisch vorbereitet. Das Geschirr steht oben noch drin, die Kaffeetassen, alles ist noch da. Gute alte Abrazzo da oben. Irgend so ein Rohrreiniger, glaube ich. Und jetzt steht hier so ein altes Fahrrad. Alpina Deluxe. Das hatte mit E-Bike noch gar nichts gemein. Vor allem hier diese Reflektoren, wenn man so die Fahrräder hier dran gehangen hat. Das kenne ich auch noch selbst von früher. Und hier ist so ein altes Küchenregal für Gewürze und so weiter. Das eine Schal ist unten noch drin. Oh, Wahnsinns-Location, Leute. Oh ja, und Schuhe. Richtig alte Treter. War damals wahrscheinlich irgendwann mal noch richtig modern. Schick, schick. Und hier sind auch noch solche besagten Styropor-Boxen. Aber ich glaube, Maus, da hast du recht, weil die hier, oder mit dem Katzenfutter und so, ich glaube, das haben die vielleicht von irgendeinem Labor mal mitgenommen, für die Katzen als Transportbox oder Wohnbox. Hier ist das richtig gut dafür ausgeschnitten. Also hat das hier arzttechnisch und so weiter wahrscheinlich wirklich nichts mit zu tun. Entweder hat derjenige, der zuletzt hier gewohnt hat, war halt Kriegsrentner sozusagen, Schwerbehindertenausweis und so weiter. Aber ich glaube eher, dass es der Vater war, vielleicht der Sohn, dann später noch hier gewohnt und vielleicht wirklich in der Zeche gearbeitet zum Schluss. Oh Mann, durch mal diese ausgelatschten Hausschuhe an, die hier vorne stehen. Die stehen hier so an der Wand. So, die zuletzt noch mal eben hier ausgezogen wurden. Vielleicht derjenige, der ins Bett gegangen ist. Dann verstarb vielleicht. Ist schwer zu sagen, wir haben jetzt noch nichts des Weiteren gefunden, aber ich gucke mal, ob ich nach oben komme für euch. Aber ich habe teilweise die Decke gesehen, vielleicht zeige ich es euch auch nur vom Flur aus. Dass so aussieht. Oh. Hier unten liegt ein Arztbericht, ein Befund. Sieht nicht besonders gut aus. Erscheinung, Tremor, insofern neurologische Symptomatik. Oh. Ist in erster Linie in die typischen Folgen chronischen Alkoholmissbrauchs einzuordnen. Anscheinend hatte hier der letzte Bewohner ein Problem mit Alkohol. Und es würde auch den ganzen Alkohol unten in dem Vorratsraum erklären. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ja, auch in fast jedem Raum ist ein Korn, ne? Ja, überall steht hier Doppelkorn und alles rum. Jetzt sieht man noch so einen ärztlichen Befund hier. Da weiß man schon fast Bescheid. Leute, ich habe mich wirklich nach oben gewagt. Ich gehe aber nicht mehr in diese Zimmer. Ich zeige es euch mal so. Ist auch ziemliches Chaos. Was hier auffällt, das ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer hier. Mit auch wieder richtig, richtig alten Bett und Schrank. Richtig schick. Hier ist auch ein Zimmer mit Bett. Hier steht auch wieder ein Korn. Also, der Arztbericht scheint wahrscheinlich tatsächlich zu stimmen. In diesem Raum hier ist auch wieder ein Bett und da ist auch so ein Gatter vor. Haben sie sich selbst gebaut. Da hat anscheinend zum Schluss eine pflegebedürftige Person drin gelegen, die eventuell aus dem Bett fallen konnte. Und Apfelkorn. Oh Mann, Leute.
Hier haben wir noch ein Schreiben liegen. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Sozialgericht. In den Sachen ... ist die Beklagte aufgrund der nunmehr vorliegenden medizinischen Unterlagen bereit, bei dem Kläger das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit auf Zeit im Sinne von Absatz blablabla ab Dezember 66 anzuerkennen. Oh. Dann war die ja schon arbeitsunfähig zu dieser Zeit. Und das schon 1966. Richtig. Wenn es davon ausgeht, den Schwerbehindertenausweis haben wir ja gefunden für Kriegsopfer, und sie ist 66 auch erwerbsunfähig geworden, dann waren die ja beide schon wirklich sehr früh erwerbsunfähig. Deswegen war vielleicht auch nie wirklich viel Geld da. Das ist doch wieder ein trauriges Schicksal hier, das merkt man doch irgendwie schon. Dann mit dem ärztlichen Befund und so. Ja, er wusste sich keinen anderen ausriechen und hat natürlich schnell zur Flasche gegriffen. Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, die Sorgen loszuwerden, ne? Anscheinend leider ja. Für viele echt traurig. Auch des ganzen Schicksals hier zum Trotz, sage ich jetzt mal, muss ich euch hier mal was zeigen. Angestrahlt. Na, kennt ihr diese Schalter noch? Ja, hatte doch früher jeder irgendwie. Diese fluoreszierenden Schalter, damit man die auch in Dunkelheit findet. Also ich finde es genial. Oh, wir gucken uns jetzt mal draußen um, was wir noch finden. Den kleinen Hof. Von innen haben wir soweit abgearbeitet. Heute, wir sind hier gerade in die ehemalige Garage reingegangen. Das scheint mal nicht wahrscheinlich irgendwann nur Garage gewesen zu sein, sondern auch vieles, vieles andere. Hier haben wir so ein Blumenbild, einen Fernseher. Auf den ersten Blick sieht das hier alles so aus wie eine Werkstatt, kann man sagen. Oh, und wahrscheinlich immer so kleinere Reparaturen vorgenommen hat und so weiter und so fort. Auch hier steht wieder Alkohol, Flasche Lambrusco. Aber, wenn man jetzt hier so guckt, Boccia-Uhren, Fossil, hier so ein Bild von Sport und dann hier diese Spiegel. Was hast du da gerade gesagt? Ich würde sagen, so ein Sport. Ja. Raum. Fitnessraum. Fitnessraum, so. Weil wenn damals die Frauen mitgelebt hat, Aerobic. Das könnte tatsächlich sehr gut war hinkommen. War doch die Zeit früher so. Ja, so 70er, 80er Jahre ging es richtig los mit Aerobic. Naja, deswegen ja. Also möglich wäre es. Ja, wie mit dem Geflügelhof, was ich vorhin sagte, das kann tatsächlich hinkommen. Hier haben wir ganz viele Eierkartons, große und kleine. Und hier haben wir so ein Rechnungsbuch. Da steht 11 Euro, 10 Euro. Davor stehen Zahlen 2180, 11 Euro. Hä? Keine Ahnung, wie die das gerechnet haben, aber vielleicht vom Eierverkauf. Und anscheinend haben die sogar Forellen verkauft. Vielleicht hatten die hier sogar noch so einen kleinen Teich oder so, wo die dann selbst geangelt und geräuchert haben. Nach Absprache. Hier erhältlich. Also hier neben dieser Garage geht es hier noch so ein bisschen abwärts. Ein bisschen eng, das gute Stück hier. Aber ich glaube, das dürfte der Räucherkeller gewesen sein für die Forellen, würde ich mal schätzen. Weil so alles hier aus so einem Backstein, sieht stark so aus. Und die hätte ich sonst noch vermisst. Also das wäre gut möglich. Guckt euch das Haus mal wirklich jetzt von außen an. Das wirkt total unscheinbar, wenn man das von Weitem sieht. Wenn man höchstens denkt, dass irgendwie so ein alter Geräteschuppen. Aber das ist tatsächlich das Haus, wo wir gerade drin waren. Guckt euch mal diesen echt schlecht geparkten Hänger an. Der liegt hier über diesem ganzen Holz. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Und hier ist allgemein ziemlich viel Holz. Es wirkt so, als wäre hier auch mal irgendwas gewesen. Oder hätte hier irgendwas gestanden. Vielleicht so ein Stall auch nochmal oder sowas in der Art. Weil da ist, glaube ich, so ein Kuchen. Bei Voyer oder wie ist das? Schimpft? Ja. Das oh mein sein. Gott. Die Kiste. Ist das nicht aus... von früher, von der Bundeswehr? Munitionskisten, meinst du? Ja. Das könnte tatsächlich sein. Also die Farbe stimmt und das Alter auch. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir mal auch irgendwo waren und sowas gefunden haben? Also so ein Bunker oder so? Diesen Militärflugplatz war das, glaube genau. ich. Genau. Ja, stimmt. Die sahen ähnlich aus.
Ganz früher waren die ja mal aus Holz. Es könnte wirklich sein. Ja, dieses Gebäude war auf jeden Fall irgendwas für Tiere. Würde ich jetzt auch so sagen, es könnten tatsächlich Vögel gewesen sein. Aber wie ihr seht, dadurch, dass dieser Hänger hier so schräg liegt, warum auch immer, es sieht wirklich aus, als wäre hier mal irgendwas eingestürzt, dass alles so schräg hier rumliegt. Aber von hier kommen wir auf jeden Fall nicht mehr da rein. Schade. Auch hier draußen von der Seite haben wir noch einen alten Hühnerstall gefunden. Zumindest stark nach Hühnerstall aus. Und ja, dieses ganze Grundstück hier eigentlich ist doch recht groß. Da wo Nicole hinten rumläuft, da ist hier auch noch so eine Art wie ein Stall, würde ich sagen. Jetzt wollten wir gerade hinten gucken gehen. Es sind aber welche hinten auf dem Feld am Arbeiten. Wir können es, glaube ich, von hier auch ganz gut zeigen, denke ich. Also es ist auf jeden Fall was Stallmäßiges. Hier hinten, wenn man so drüber guckt, sieht es aus, als könnte es sogar für Pferde sein. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich glaube, das sind so Legebatterien für Hennen. Also wahrscheinlich auch für Hühner. Jo Leute, also von diesem Anwesen von außen hätte ich das absolut nicht erwartet. Gar nicht. Nee, vor allem nach so langer Zeit nicht auf Tour und dann direkt die erste Location. Das ist schon... Nach 4 Monaten Pause sowas zu sehen, so eine Zeitkapsel, wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr seht das genauso. Wirklich Wahnsinns-Location. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns wie immer einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen. Die Glocke aktivieren. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.